Ja, ihr wundert euch bestimmt, dass es so lange keine Straßenbahnen und Museen mehr gab. Ja, irgendwie bin ich im Homeoffice versackt und stecken geblieben und dann ging nichts mehr vorwärts. Aber ich darf euch versprechen, es werden Dinge geschehen. Es sind Dinge geschehen. Und zwar in Gotha, in Halberstadt und in Lieberitz. Und von diesen Dingen, da werdet ihr baldigst erfahren. Ich melde mich wieder. Kleine Fußnote, heute früh, ja, hat mein Wecker um 4 geklingelt. Das hat mich aber überhaupt nicht gestört. 4:45 hat es dann so mächtig vor an meiner Wohnungstür gestellt. Und ja, ich bin aus dem Bett gefallen und saß mit einmal hier. Und ja, komisch. Wir werden sehen, was draus wird. Bis dann. Tschüss. Auf Wiedersehen. Normalerweise trete ich ja nicht so stoppelig vor die Kamera. Nun ja, wenn man verschläft, dann gibt's dann frühst nur eine Katzenwäsche und schon geht's los. Auf jeden Fall sage ich euch erst einmal Danke, euch, den treuen Zuschauern, danke für eure Treue. Was erwartet euch die nächsten Tage? Noch im Juli ein neues Straßenbahnen und Museen und spannende Sachen in der Haltestelle. In Lieberitz tun sich Dinge. Wir werden davon berichten. Und auch in Halberstadt lohnt sich ein Besuch. In Naumburg kann man wieder Sonderfahrten bestellen und das Depot besichtigen. Es gelten die 3G-Regeln. Auch in Gotha kann man wieder auf Sonderfahrt gehen. Erstmalig steht dieses Jahr Triebwagen 47 nach seiner Restaurierung wieder zur Verfügung. Derzeit auch unterwegs die Beschleunigertraktion 308 und 307.
Museen sind wieder geöffnet. Hier in Chemnitz gehen auch wieder Sonderfahrten. Derzeit läuft auch eine Ausstellung über den ÖPNV in den Partnerstädten von Chemnitz. Am 19.06. feierte man in Halle das 25-jährige Jubiläum des Straßenbahnmuseums. Wir sind auch gerne einmal mit Triebwagen 4 eine Runde mitgefahren. Die nächste Berganweiche perfekt. Ja, das ist doch nicht mehr feierbar. Kleiner. Wir mussten richtig. Ich wusste sowieso schon gut. Und damit noch ein schönes Wochenende für euch.